Ah, Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich bin hier schon wieder fleißig an der Arbeit. Ich teste hier gerade mal die Batterie, weil ich der Meinung war, der ist so ein bisschen schlecht zu Gange zu kriegen. Ich habe die Batterie mal über Nacht geladen, weil er ja sowieso hier steht. Und wollte mal prüfen, ob die auch noch gut ist. Ja, die hat natürlich Top-Werte. Ich zeige euch die mal eben. So, seht ihr, alles schön im Bereich. Super Top-Werte, ganz klasse. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das ist alles gut. So. So, das war einfach nur, er ist schlecht angesprochen. Okay. Die Batterie, die war auch ziemlich leer gewesen. Kriegt wohl auch nur Kurzstrecke. Was haben wir hier überhaupt für ein Thema? So, wir haben heute das Thema Touran. Touran von 2005. So, ist noch ein 1C1. Und der ist hier, weil der Kunde da gerne TÜV drauf haben möchte. Das ging aber nicht so einfach, weil, wie im Vorhinein schon gesehen, die ABS-Leuchte am Leuchten waren. Ja, was für ein Fehler hat er gehabt? Bremsdrucksensor, irgendwie sowas. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf noch, aber irgendwas mit Bremsdrucksensor war da drin. Ja, den kriegt man nicht gelöscht. Wir mussten leider das ABS-Steuergerät ausbauen und das einschicken. Kostet, lass mich jetzt nicht lügen, 320 Euro, irgendwie sowas in dem Dreh rum. Kostet das Steuergerät. Ja, haben wir ausgebaut. Wo sitzt dieses Steuergerät? Zeige ich euch auch. So, wo sitzt nun dieses Steuergerät? Ja, wenn man mal in den Motorraum da ganz hinten in die Ecke guckt, da unten drauf, da sitzt das Steuergerät, wo jetzt die Leitungen alle schön frei rumliegen. Hier ist der Stecker davon. Ja. Um da dran zu kommen, muss man, wenn so ein Touran zum Beispiel ein DPF hat, Golf Plus oder wie auch immer, muss man halt hingehen und den DPF ausbauen, weglegen, wie auch immer. Bei diesem war es nur der eine, ja, ich sag mal, Ladeluftschlauch bzw. Ansaugluftschlauch, den ich da wegbauen musste zum Turbolader hin. Ja, ist halt so, kann man nicht ändern. Tja, ein bisschen Bastelei. Ich habe hier die ganze Unterverkleidung abgebaut, damit ich hier mehr Platz habe. Und nebenbei natürlich auch noch hinten, ja, man kennt das ja beim Touran, dass hier immer alles schön mit Laub voll ist. Das haben wir natürlich auch weggemacht. Ja, so sind wir zu unseren Kunden. Wir räumen da mal auf. Andere haben liegen lassen, weil da wurde schon lange nicht mehr aufgeräumt. Und das ist halt das Tragische dabei. Ja, wie gesagt, es läuft, würde ich mal so sagen. So, hier, was ist hier los? Hier fehlt auch irgendwas. Ja, muss ich mich mal auch mit befassen, weil irgendwas ist da auch, was da fehlt. Das schlackert hier so rum. Das ist ja auch nicht richtig, ne? Zahnriemen, der ist wohl auch recht neu. Ja, 1220, das ist also nicht ganz alt. Das ist wieder super klasse, schön. So, Problem 2. Der hatte ja mehrere. So, Problem 2, weil der hat ja noch mehrere Sachen gehabt, wo man jetzt gesagt hat, das geht so nicht. So, unter anderem waren es die Dämpfer. Die waren völlig im Arsch. Hier, die kann man reindrücken, kommen gar nicht mehr raus. Was mir aufgefallen ist, auch bei manchen, dass die sehr vorschnell irgendwelche Äußerungen sagen, hey, musst du aufpassen, da fehlt eine Schraube. Guckt euch mal die Konzeption eines Dämpferlagers an, von der Hinterachse bei VW. So, ihr habt drei Löcher da oben drin und dieses Loch hier, das sieht man unter der Verkleidung und dann könnte man meinen, da fehlt eine Schraube. Stimmt nicht. Da ist eine drin, da ist eine drin. Da sind immer zwei Schrauben drin. Hier oben ist die Kunststoffabdeckung oben drauf. Und die soll eigentlich davor schützen, dass es da oben nicht festgammelt. Klappt in den meisten Fällen nicht.
bei schlechter Pflege sowieso nicht. Und wenn man da mal hört, da ist nichts mehr, ne? Da ist nichts mehr. Da ist Feierabend im Gebiet des Stoßdämpfers. Deswegen sind die neu gekommen. Aber das war dann noch nicht alles, weil ich habe euch ja schon mal angekündigt, glaube ich, da wollte jemand, dass ich das mal zeige, wie ich die Schweller von innen versiegeln tue mit Mike Sanders oder ähnlich. So, ich bin da jetzt nicht so der Fan von dem Zeug von Mike Sanders und wie das auch alle heißt. Das hat folgenden Grund. Erstens, ich mag es nicht, wenn mir der Hof da so vollgetropft wird mit allen möglichen Dingen, die ich da nachher wieder mühselig entfernen darf, wenn das Ding in der Sonne steht. Ich habe da so meine Bedenken immer und ich mag das auch nicht. Und andererseits ist das eine Sauarbeit. Man könnte aussehen wie eine Sau, man muss es aber nicht und man kann es sich auch einfach machen. Es gibt heutzutage gute, sehr gute Hohlraumwachse, die man einsprüht und die ein, ich sag mal, ein Wanderzirkus beleben in dem Schwellerbereich, dass die nach oben wandern. So, also das gibt's auch und für mich reicht sowas völlig aus, wenn ich das dann, ich sag mal, sporadisch alle 2 Jahre mal wieder nacharbeite. Ich glaube, da passiert nichts. Mir ist da auch noch nie so irgendwie in der Richtung was untergekommen, was in der Richtung passiert ist. Und ja, aber was hat der hier damit zu tun? Ja, ich habe euch ja gesagt, wenn ich mal einen kriege, der durchgerostet ist, zeige ich euch das. So, das sind jetzt die Außenbleche gewesen von dem Schweller. Die Innenbleche waren völlig in Ordnung. Es waren nur die Außenbleche, also nur diese kleinen Stücke hier, Endstücke kann man sagen, die habe ich schon neu gemacht. Ich glaube, ich habe euch das schon ein paar Mal gezeigt, wie wir das machen. Und ja, auf jeden Fall seht ihr, hier ist ordentlich der Gammel dran und eine Seite war besonders schlimm, da war so ein Riesenloch drin. Das konnte man nicht sehen, weil hier unter Bodenschutz, der war hier noch komplett vorhanden. Ja, und dann hat man halt einen Schraubendreher genommen. Der TÜV nimmt einen großen Hammer und schlägt da riesige Löcher rein. Ich nicht. Aber ich zeige euch mal die Stellen, wie sie jetzt aussehen. So, da das ja noch ein relativ junges Auto ist, habe ich natürlich die Kante, wo ich das Blech aufsetze, abgesetzt. So, hier wurde die Kante abgesetzt. Ich habe das Blech eingesetzt. Ich habe das mit einer Lochzange behandelt. Ich habe da Löcher reingemacht, habe das dann auf der Kante angeschweißt. So, jetzt würde ich hingehen, ich würde das Ganze fein anspachteln und man sieht davon gar nichts mehr. Aber bei diesen Temperaturen gerade ist das nicht so gut. Also, wir werden das hier mit Kit erstmal behandeln, dass das abgekittet ist, dass da kein Wasser rankommt. Dann kommt da unter Bodenschutz drauf und dann ist das erstmal gut. So, das Problem ist hier drinnen. Weil, wenn man, ich habe diese Kappen habe ich rausgemacht und hier ist der mittlere Steg von dem Schweller. Ich zeige euch das gleich mal anhand eines anderen Schwellers, den ich extra gekauft habe dafür, falls hier alles durch ist. Da kommt man jetzt schlecht hin. Da kommt man jetzt schlecht hin zum Versiegeln. Also in diesem Bereich kommt man jetzt fast überhaupt nicht hin zum Versiegeln. Deswegen habe ich hier unten ein Wasserablaufloch drin gelassen. So, hier kann ich das ganze Blech von innen schön rein versiegeln bis vorne hin. So, und da komme ich dann hin. Das ist eine super Sache. Und dann wird das hier alles wieder schön abgekittet und dann läuft das. So, ne? Und wie gesagt, nochmal, wollte ich euch das nochmal zeigen. Am Auto mit der Schraube da oben. So, ich lege die Lampe hier mal so hin. So, diese Schraube könnt ihr nicht sehen. Die ist unter der Verkleidung. Diese Schraube könnt ihr sehen. Und dann meinen einige, hey, da fehlt eine Schraube, da musst du aufpassen. Nein, wenn da nichts ist, ist das schon in Ordnung. Das ist alles gut. Das ist alles bauartbedingt. Und wie ihr seht, wir haben hier auch die Roststellen hinter den Verkleidungen weggemacht. Weil da sollte man auch reingucken, auch der Touran, der rostet, nämlich hier hinten in diesem Bereich auch, also meiner auch, also davon abgesehen, meiner rostet da auch, das ist jetzt nicht so schlimm.
Ich bin da auch nicht böse drum. Man muss bedenken, wie alt das Ding ist. Und ich sag mal, in der Altersklasse sehen andere Autos ganz anders aus. Und wenn man hier so mal reinguckt, ne, also da ist ja nichts, ne? Da ist ja gar nichts. Also das finde ich ja eben das Gute daran. So, und andere Seite sieht das nicht anders aus. Also ihr könnt ruhig da mal reingucken, wenn ihr da was reinzugucken habt. Wir können ja auch mal im Endoskop reingucken und gucken, wie es da drin aussieht. Aber hier die Seite sieht genauso aus im Prinzip wie die andere Seite. Ja, habe ich genau das gleiche gemacht. Und ihr seht selber da oben, man könnte mal wieder meinen, da fehlt eine Schraube. Nein, tut sie nicht. Ja, da oben, da ist noch eine Stelle, die ich noch nicht behandelt habe. Da, ihr seht sie dort. Die muss ich noch behandeln. Und ansonsten sieht das auch noch alles ganz sauber aus. Natürlich bekommt ihr hier in den Löchern neue Kappen drauf. Neue, keine gebrauchten mehr. Da kommen neue drauf und dann ist da auch mit Wasser eindringen alles vorbei. Wie hatte VW das vorher hier gelöst? Ich habe hier auch noch immer noch so einen Wasserablauf gelassen. Das mache ich extra, damit das Kondenswasser ablaufen kann. Macht ja Sinn, ne? So, VW hatte das jetzt aber so gelöst. Ich zeige euch das mal. Da war ich ja selbst überrascht. So, ich habe hier mal den Rest davon in der Hand. VW baut da solche Kunststoffecken, bauen die hier unten ein. Also ihr müsst euch vorstellen, ja, so im Prinzip war diese Kunststoffecke da drin und ordentlich Kit dran. Und dass das hier nicht ja, von sauberer Natur ist, das sollte man wissen. Das sollte man wissen. Also das hat auch irgendwie was mit, keine Ahnung, ist auch ein bisschen schaumig, so das Ganze. Also, dass das nicht wirklich Wasser abhält, sollte bekannt sein. Aber ich bin da hingegangen und habe das rausgefummelt. Ich mache hier mein eigenes System. Im Prinzip könnte ich hier einen kleinen Strohhalm nehmen, könnte den da unten reinlegen, könnte den einkitten, läuft das Wasser wunderbar ab, funktioniert hundertprozentig und man hat dieses Problem hier nicht mehr. Aber das macht jeder tun, wie er möchte. Ich mache das so. So, jetzt zeige ich euch nochmal den Aufbau des Schwellers. Also ihr habt ja hier die Außenhaut, was hier durchgerostet ist, war dieses hier. Das ist das Innenschwellerblech. Das sitzt dann hier so davor. Und da kommt ihr an diese Stelle, ihr kommt zwar hier ran, von außen, kommt ihr hier ran. Also in diesen Kanal könnt ihr reingucken, in den hier könnt ihr nicht reingucken. Und da stoßt ihr dann auf. Und deswegen haben die in den neuen Blechen hier ein Loch drin gelassen, dass man das hier auch ausspritzen kann und behandeln kann. Also ist schon, da haben sich schon welche Gedanken gemacht. Und die Bleche gibt es hier alle einzeln. Also hier diese Bleche, ne? Dieses Innenblech, das kann sein, dass das mal wegrostet, ist aber sehr unwahrscheinlich. Und Schweller gibt es auch in Genüge. Also Blechteile braucht euch keine Sorgen machen, gibt's genug. Ja, das war das dann im Großen und Ganzen gewesen, was dieses Auto so hatte. Also das ABS-Problem, die Stoßdämpfer, die ich komplett neu gemacht habe, mit Dämpferlagerung, mit dem ganzen Staubschutzsatz, Schrauben, alles neu, so wie sich das gehört. Und das werden wir versiegeln. Und dann werde ich mal gucken, wann ich das ABS-Steuergerät wieder kriege, dass ich das einbauen kann. Ja, und dann ist der eigentlich fertig und ich denke, dem TÜV steht dann eigentlich nichts mehr im Wege, weil ansonsten, ja, der hat jetzt 230 hat er, glaube ich, gelaufen. Also ist auch noch keine große Laufleistung, aber ist halt so. Müssen wir mal dran tun. Und ansonsten ist er ja recht gut gewartet, da kann man ja nicht meckern. Und dann steht dem TÜV eigentlich auch nichts im Wege. Ja, ich würde sagen, wenn ich das Steuergerät wiederkriege, kann ich ja dazu auch nochmal eben eine kleine Session machen, wenn das interessant ist für euch. Ja, schauen wir mal. Und ich würde sagen,
Das war dann das mit dem Touran erstmal gewesen. Ja, wenn ihr da noch Fragen zu habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, ist gar kein Problem. Ich werde auf jeden Fall mich um das Schätzchen wieder kümmern, dass das Ding wieder auf die Straße kommt. Und sobald ich das ABS-Steuergerät wieder habe, geht das hiermit weiter. Ja, das ist eben so, weil ist nicht unbedingt fahrbar mit der Geschichte. Nee, nicht wirklich. Aber was soll man machen? Kann man nicht ändern. Ja, ich würde sagen, das war's dann mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, macht den Daumen hoch, drückt die Klingel, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ihr wisst ja, abonnieren. Ja, ich würde sagen, haut rein und macht's gut und lasst es euch noch gut gehen. Und ich würde sagen, wie immer, abschalten, ne? Nicht vergessen. Also, reingehauen!